Erstens muss jede Nutzung von Kernenergie und Kernanlagen sicher, geschützt, überwacht und umweltverträglich sein. Zweitens sind Angriffe auf Handelsschiffe in Häfen und entlang der gesamten Route sowie auf zivile Häfen und zivile Hafeninfrastruktur nicht hinnehmbar. Drittens müssen sämtliche Kriegsgefangenen im Rahmen eines vollständigen Gefangenenaustauschs freigelassen werden. Alle abgeschobenen und unrechtmäßig verschleppten ukrainischen Kinder und alle anderen unrechtmäßig festgehaltenen ukrainischen Zivilpersonen müssen in die Ukraine zurückgebracht werden. Ein gerechter und dauerhafter Frieden in der Ukraine ist elementar für die Menschen in den Kriegsgebieten und für alle, die von den Konsequenzen des Krieges direkt betroffen sind. Für die ganze Welt muss gelten, dass die internationalen Beziehungen auf Regeln beruhen, auf dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen.